Aufteilergeschäft, ein Haus kaufen und einzelne Wohnungen teurer abverkaufen. Wie funktioniert das genau? Das ist die Frage, der wir nachgehen in diesem kurzen Q&A-Video mit Markus Rehkugler, der uns bei der Beantwortung hilft. Und zuerst sprechen wir darüber, welche Objekte eignen sich überhaupt für die Aufteilung. Ja, dann darüber, wie der Vorgang, also das Aufteilen an sich, abläuft. Und natürlich sprechen wir über die Kalkulation und die möglichen Margen, die man als Aufteiler so hat. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen beim Occasion. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Wie funktioniert das Aufteilergeschäft? Markus, das wollen wir mit dir besprechen. Erstmal herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, diese Frage mit uns zu beantworten. Gerne. Du qualifizierst dich aus ganz vielen Richtungen, um diese Frage zu beantworten. Hast selber einen großen Immobilienbestand, bist auch Makler, Bauträger, hast schon Immobilien gehandelt, hast aber auch eben schon Immobilien aufgeteilt. Auch nicht nur eine. Und deshalb wollen wir mal die Frage beantworten. Vielleicht kannst du kurz umreißen, was bedeutet überhaupt Aufteilen, was ist das Aufteilergeschäft? Naja, es geht darum, wie du es schon angesprochen hast, ein Mehrfamilienhaus aufzuteilen in einzelne Eigentumswohnungen und diese Wohnungen dann einzeln abzuverkaufen. Dabei entsteht Marge? Dabei entsteht Marge, einfach zum einen aus dem Gesichtspunkt, dass Kapitalanleger, die so einzelne Wohnungen kaufen, bereit sind, etwas mehr zu bezahlen, wie vielleicht ein Investor, der ein ganzes Objekt kauft. Und genauso gibt es auch Eigennutzer, die Wohnungen kaufen, um selbst drin zu wohnen, die in der Regel auch bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen. Ja. Und kein ganzes Haus kaufen würden? Genau. Auch die Kapitalanleger, die ja typischerweise eher in dieser Größenordnung einer Wohnung denken oder einer einzelnen Wohnung und die vielleicht auch nicht ganz so hohe Renditeansprüche haben, wie ein Investor. Ja. Lass mal kurz einen Schritt zurückgehen. Warum kann ich nicht einfach hingehen? Ich habe das Haus und die Wohnung einzeln verkaufen. Warum muss ich aufteilen? Grundsätzlich ist das Gebäude, das auf diesem Grundstück steht, ist Bestandteil dieses Grundstücks. Und es zeichnet sich ja darin aus, es gibt ja nur ein Grundbuch. Wenn du ein Mehrfamilienhaus hast, hast du nur ein Grundbuch. Es gäbe durchaus noch andere Varianten, dort mehrere Eigentümer einzutragen für verschiedene Wohnungen. Ja. Aber die einfachste Variante ist natürlich, das in Wohnungen aufzuteilen, sodass ich dann am Ende wirklich auch für jede Wohnung ein eigenes Grundbuch habe und der Käufer dann auch genau diese Wohnung kaufen kann. Die Variante mehrere eintragen, das habe ich jetzt noch nie gehört, das wäre jetzt nur theoretisches Konstrukt. Es ist nicht nur unbedingt theoretisch, es gibt zum Beispiel diese Nutzungsregelung nach 1010 BGB, wo man sowas regeln könnte, aber eher unpraktikabel. Hat vermutlich entscheidende Nachteile. Ja. Bruchteilsgemeinschaft haben wir schon gesehen, ne? Dass dann jedem quasi ein ideelles Drittel von allem gehört, aber die Leute einigen sich drauf, ganz wer dann genau was bewohnt. Aber das ist ja noch mal krasser, oder? Das ist die Nutzungsregelung. Genau. Das ist quasi, was der Recht hinschickt. Genau. Okay, so, dann fangen wir eben vorne an. Welche Objekte eignen sich grundsätzlich, wenn ich jetzt danach suche, ich will das selbst umsetzen, was müsste ich suchen? Also ein Kriterium aus meiner Sicht ist der Zustand vom Objekt. Wenn ich so ein Objekt kaufe und teile es auf und verkaufe die einzelnen Wohnungen, dann möchten die Käufer ja im Prinzip eine fertige Wohnung, wo es keine großen Instandhaltungsstaus gibt. Ja. Also beispielsweise, ich verkaufe einzelne Wohnungen im Haus und als allererstes steht mal an, dass man die Heizung neu machen muss. Kann man machen, gibt es auch, aber ist vielleicht nicht so praktikabel. Ja. Weil du eher beim Verkauf an den Endkunden... Genau, wenn ich an den Endkunde gehe. Also entweder dann wirklich Kapitalanleger, der keinen Stress haben will oder jemand, der einzieht. Genau. Aber du könntest ja jetzt auch einen schlechteren Zustand kaufen und die Heizung nur selbst machen. Genau, das meine ich. Also das Objekt muss mal grundsätzlich vom Zustand so sein oder ich muss es einfach selber noch sanieren oder instand halten. Fertig machen. Bis es fertig ist, ja. Genau. Okay, gibt es eine bestimmte Größenordnung? Also macht das Spaß bei einem Dreimehrfamilienhaus? Du sprichst natürlich unter Umständen an andere Kunden an. So ein Dreifamilienhaus macht mal eher Sinn auch für Eigennutzer. Da kann das ganz interessant sein. Und natürlich ist es so, der Aufwand des Aufteilens selber, da sprechen wir ja nachher noch drüber,
ist im Wesentlichen der gleiche, ob ich jetzt drei Wohnungen aufteile oder ob ich 20, 30 Wohnungen mache. Ja. Der Arbeitsaufwand ist nahezu dasselbe. Ja. Wie sieht der Markt da aus mit Aufteilerobjekten? Gibt es da noch viele, wenn ich danach suche? Also es gibt speziell bei mir in der Region sehr wenig, was sich eignet, um aufgeteilt zu werden. Es gibt inzwischen ja das Problem in Großstädten, dass es diesen Milieuschutz gibt, wie beispielsweise in Berlin oder Hamburg, wo die Aufteilung, München auch genau, wo die Aufteilung ja nicht mehr zulässig ist oder nur mit einer speziellen Genehmigung zulässig ist. So in der Objektakquise vielleicht nicht ganz so einfach im Moment. Was steckt dahinter? Warum möchte man das verhindern, dass aufgeteilt wird? Letztendlich im Prinzip soll verhindert werden, dass diese Wohnungen abverkauft werden und dass Eigennutzerkündigungen folgen. Das ist eigentlich so da. Man möchte eine Vermietung halten. Genau. Weil ich nehme ein Haus, da sind 12 Mieter lange Zeit drin. Jetzt teile ich das auf, verkaufe das an 12 andere Leute, genau. Die machen alle erstmal eine Eigenbedarfskündigung. Genau. Und dann zieht danach irgendwie der Professor ein, wo vorher eigentlich jemand gewohnt hat, der förderungsbedürftig war. Genau. Wir haben ja grundsätzlich erstmal dieses Verbot der Eigenbedarfskündigung, wenn ich Bei Milieuschutz, ja. Genau, und okay. Das Leben verhindert wird. Also gibt es architektonisch, also Grundriss und so weiter, noch Dinge, die wichtig sind, worauf ich achten muss, wenn ich aufteilen möchte? Also Voraussetzung für eine Aufteilung ist, dass die Wohnungen alle in sich abgeschlossen sind. Das heißt, jede Wohnung braucht innerhalb der Wohnung ein Bad und eine Küche. Es muss ein Abstellraum vorhanden sein, das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt. Also sagen wir mal so, die gängigen Objekte am Markt eignet sich in der Regel zum Aufteilen. Ja. Die gängigen normalen Wohnmehrfamilienhäuser? Mehrfamilienhäuser, ja. Was wäre es, also zum Beispiel ein Hotel, da hätte ich sehr viele kleine Wohnungen schon, quasi Zimmer, aber da habe ich zum Beispiel dann keine Küche drin. Eine Küche könnte man ja relativ einfach nachweisen. Also es reicht ja im Prinzip eine Kochnische oder die Möglichkeit, sowas überhaupt zu installieren. Ja. Okay, aber dann würde man sehr kleine Wohnungen dann abverkaufen, wenn man es verkauft. Mhm. Okay, aber dafür wird es wahrscheinlich auch einen Markt geben. Gibt es vielleicht einen Markt? Also es gibt ja durchaus Hotels auch, die als Eigentum verkauft sind. In dem Fall Teileigentum, kein Wohnungseigentum. Aber auch das ist ja ein gängiges Modell. Ah, okay, dass die Zimmer einzeln verkauft im Hotel, aber dann habe ich eine Art Betreibermodell. Genau. Okay, genau. Okay, ja, verstanden. Okay, dann lass uns mal Schritt für Schritt, wie läuft eine Aufteilung ab? Also zunächst mal braucht man die sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung. Die bekommt man beim Bauamt. Da wird praktisch, sagen wir einfach gesagt, bescheinigt, dass jede Wohnung für sich abgeschlossen ist, dass sie eben die Voraussetzungen erfüllt als Wohnung. Und es wird in diesen Plänen, die man dazu anfertigt, gekennzeichnet, welche Räume zu welcher Wohnung gehören. Ja, also wahrscheinlich die meisten Zuschauer haben schon mal so eine Teilungserklärung gesehen mit Teilungspläne. Da sind ja meistens die Wohnungen entweder farblich gekennzeichnet oder mit Nummern gekennzeichnet, wo man einfach sieht, na, das ist die Wohnung Nummer 1 und das ist die Wohnung Nummer 2 und das ist die Abgeschlossenheitsbescheinigung. Ja, also man lässt zunächst diese Pläne anfertigen, kennzeichnet die Wohnungen. Das sind die Aufteilungspläne. Diese Pläne gibt man zum Bauamt und bekommt die Abgeschlossenheitsbescheinigung. Wer fertigt die an? Architekt? Oder die Pläne kann man theoretisch selber anfertigen. Also du kannst ganz einfach, wenn du alte Bestandspläne hast, mit Buntstiften und Kugelschreiber Nummern reinschreiben, reicht vollkommen aus. Okay, und dass da aber jetzt nicht irgendwie doch noch eine Tür zwischen zwei Wohnungen besteht, das glaubt das Bauamt mir einfach, da begeht keiner das Gebäude? Oder? Nein, das glaubte das Bauamt grundsätzlich, ja. Okay. Es ist so, ich habe festgestellt, in den letzten Jahren schaut das Bauamt verstärkt auf die Genehmigungen, also die schauen, ob das wirklich auch so genehmigt wurde. Es wurde früher nicht so stark kontrolliert. Also ob der Bau, so wie er da steht, genehmigt wurde? Genau. Okay. Gut. Jetzt hast du die Bescheinigung. Ja, ganz kurz einfach noch, sind meistens die Grundrisse da, deiner Erfahrung nach? Ja. Die man nutzen kann? In aller Regel, ja. Wenn sie nicht da sind, müsste ich die zeichnen lassen. Achso, du meinst die Zeichnungen, die Grundrisse? Ja. In der Regel kriegt man sie oder man kriegt sie beim Bauamt im Archiv. Okay. Ja, ja. Ansonsten lässt man sie zeichnen. Gibt es genügend Dienstleister, die sowas anfertigen. Ja. Okay, genau. Wie geht's weiter?
Genau, jetzt habe ich diese Bescheinigung und jetzt muss ich eine Teilungserklärung erstellen. Und die Teilungserklärung sagt im Prinzip, ja, wie wird das Gebäude aufgeteilt, welche Regelungen gelten unter den Eigentümern. Ganz wichtige Regelung ist natürlich auch die Verteilung der Miteigentumsanteile. Hast du da ein favorisiertes System, wie du die aufteilst, also die Anteile, nach welchem Schlüssel? Die Anteile, es gibt ja mal grundsätzlich keine Vorschrift dazu, wie die aufzuteilen sind. Man kann das eigentlich frei Schnauze machen. Letztendlich wird es anhand der Quadratmeter in der Regel gemacht. Ist am fairsten, ne? Ja. Hast du dafür quasi dann, du selbst, hast dafür eine Standardvorlage für eine Teilungserklärung? Mehr oder weniger, ja. Im Prinzip eine Standardvorlage und dazu gibt es natürlich immer irgendwelche Besonderheiten im Objekt, was man vielleicht speziell regeln muss. Und, genau. Weil das ist ja so ein bisschen dein Vermächtnis an die zukünftigen Eigentümer. Du hast mit dieser Erklärung eigentlich am Ende am allerwenigsten zu tun. Ne? Ganz genau, so sieht es aus. Wenn du alle Wohnungen verkauft hast, geht es dich nichts mehr an sozusagen. Aber im Zweifel die Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft, die hat dann mit deiner Teilungserklärung, die du da geschaffen hast, zu kämpfen unter Umständen. Ja. Genau, also machst du da am besten für die eine saubere Arbeit. Ja, und du weißt ja, wenn die eine saubere Ankaufsprüfung machen, wenn wir vorstellen, auf der anderen Seite würden vielleicht eine Teilungserklärung lesen, wo man sagt, das ist aber komisch, da habe ich nachher nur Ärger, wäre das dann negativ wahrscheinlich. Ne? Ja, wenn wirklich Blödsinn drinsteht. Ja. Okay, jetzt hast du die Teilungserklärung. Ich glaube, Gemeinschaftsordnung ist dann da noch mit drin. Ne? Und Gemeinschaftsordnung kann man separat beurkunden oder man macht es einfach innerhalb der Teilungserklärung. Genau. Das regelt das Miteinander nochmal der Eigentümer. Genau. Es sind beispielsweise Fragen, die Wasserleitungen. Ab welchem Punkt ist der Eigentümer der Wohnung verantwortlich und welche Teile dieser Leitung gehört der Gemeinschaft? Wäre so eine Frage, die man regeln kann oder sollte in einer Teilungserklärung. So Fenster, ne? Also Fenster, genau. Wohnung Dinge, oder, genau. Oder Gemeinschaftseigentum. Genau. Das, okay, Teilungserklärung hast du, dann geht es schon in Verkauf? Teilungserklärung, genau, die wird notariell beurkundet und dann gibt der Notar, reicht es ein beim Grundbuchamt und dort werden dann die einzelnen Wohnungsgrundbücher angelegt, ja. Dann kriegst du irgendwann eine Nachricht, jetzt gibt es einen Haufen mehr Grundbücher. Genau. Und dann weißt du, juhu, jetzt kann ich sie einzeln verkaufen. Ganz genau. Was kostet bis dahin der Prozess der Aufteilung? Der Notar muss bezahlt werden? Genau, wir haben gesagt, unter Umständen neue Grundrisse erstellen, diese Grundrisse eben kennzeichnen, also die Teilungspläne erstellen, die Abgeschlossenheitsbescheinigung, die Teilungserklärung beurkunden. Sprechen wir Größenordnung von ein paar tausend Euro. Also ich sage jetzt mal, ein 10-Familien-Haus sind wir vielleicht irgendwo bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Ja. Okay. Was nicht viel Geld ist. Nicht wirklich viel, ja. Macht natürlich Spaß wahrscheinlich, je größer das Haus, klar, verteilt sich die Kosten besser. Ja. Und was ist jetzt die Kalkulation dahinter, mögliche Marge, wenn ich sowas mache? Also als Marge, ich kalkuliere immer, sagen wir so ganz grob, 15.000 bis 20.000 Euro, die pro Wohnung als Rohertrag übrig bleiben solltet, damit der Aufwand sich lohnt. Und Nach Vertriebskosten, ja. Ich höre jetzt immer öfter, dass beim Thema Aufteilen mittlerweile sind schon die Häuser teurer als die Wohnungen. Wirkt das also logischerweise negativ aufs Aufteilergeschäft sich aus? Ja. Warum ist das so? Weil ein Haus an sich attraktiver ist dann und die Investoren auch schon hohe Preise zahlen. Ja, es gibt tatsächlich viele, sagen wir mal, Anleger oder Investoren, die auch auf der Suche sind nach größeren Mehrfamilienhäusern. Ja. Und da werden teilweise Preise bezahlt, da lohnt sich das Aufteilen nicht. Ja. Okay. Aber du wirst weiterhin aufteilen und auch vermutlich weiterhin Deals finden? Wenn sich was Schönes ergibt, mit Sicherheit. Ja. Lass uns bitte einen Punkt noch kurz machen. Gewerblichkeit. Sag nochmal eben kurz, kann ich es machen, egal in welchem Besitzverhältnis ich das habe, worauf muss ich achten? Wenn du es als Privatperson machst und du hast mehr wie drei Wohnungen, bist du natürlich sofort im gewerblichen Grundstückshandel, der Gewerblichkeit, ja. Konsequenz? Ja, Konsequenz wäre, dass Gewerbesteuer auf diesen Gewinn anfällt, dass es da auch keinen steuerfreien Verkauf mehr gibt. Also
würde man idealerweise in einer GmbH abbilden. Sowas. Würde auch meine ganzen Mieteinkünfte betreffen, genau, die ich neben links und rechts davon habe. Ne? Also am besten in einer gewerblichen GmbH, wenn ich das vorhabe. Oder mit dem Steuerberater sprechen, wenn ich reinstolper in das Thema. Ja. Dankeschön. So funktioniert das Aufteilergeschäft. Vielen Dank, Markus, fürs Beantworten der Frage. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr schon mal aufgeteilt habt oder was generell eure Meinung zum Aufteilergeschäft ist. Wenn dir das Video gefallen hat, neben uns findest du mehr Videos von Immocation. Ja, und wenn du in Zukunft keine mehr verpassen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.